Start also freigegeben zum zweiten Rennen. Der Preis von Paris für sehr gute Garnitur führt über 2300 Meter. Die 7 Gespanne daher aus dem Messebogen heraus jetzt beim Anfahren zur 2300 Meter Startmarke. Favorit des Rennens ist Pferd Nummer 1, Frankie SP. Knapp 100 Meter sind es noch bis zum Start. Teilnehmer ab. Nach dem Start strebt von außen kommend beim Starfighter an die Spitze des Feldes. Fahrer Viking ist zweite vor Promising Fleet. Dann sieht man um die Wahr mit etwas Abstand I Can Fly Diamant, Frankie SP und Fluglaser. Beim Starfighter gleich ausgangs des ersten Stadionbogens in Front unverändert vor Fahrer Viking. Um die Wahr ist das dritte Pferd vor Promising Fleet. Dahinter eingereiht haben sich I Can Fly Diamant, Frankie SP und Fluglaser. So die Situation jetzt vor den Stallungen. Beim Starfighter an der Spitze des Feldes, alle 7 Gespanne dahinter an der Innenkante aufgereiht. Fahrer Viking ist zweite vor Um die Wahr, dahinter Promising Fleet, vierter vor I Can Fly Diamant, Frankie SP und Fluglaser. Unveränderte Situation jetzt auch im Messebogen. Beim Starfighter in Front. Fahrer Viking ist erste Verfolgerin vor Um die Wahr. Dahinter sieht man Promising Fleet vor I Can Fly Diamant. Frankie SP, der als erstes Pferd in die zweite Spur wechselt. Und am Ende des Pulks liegt Fluglaser. Beim Starfighter das führende Pferd auch vor den Tribünen. Dahinter Fahrer Viking an zweiter Stelle vor Um die Wahr. Innen folgt Promising Fleet, außen Frankie SP vor I Can Fly Diamant und Fluglaser. Beim Starfighter auch im zweiten Stadenbogen führend vor Fahrer Viking, außen rückt Frankie SP immer näher in seine Windschatten nach I Can Fly Diamant. An der Innenkante folgt Um die Wahr vor Fluglaser und Promising Fleet. Das Feld vor den Stallungen beim Starfighter knapp nur noch vor Frankie SP. Innen dicht auf Fahrer Viking, außen I Can Fly Diamant. Dahinter Fluglaser, außen innen Um die Wahr vor Promising Fleet. Das 7er Feld weiterhin bestens geschlossen, erreicht gleich die Endkurve. Und in Führung beim Starfighter. Außen Frankie SP, innen Fahrer Viking vor I Can Fly Diamant. Dann Fluglaser, außen versucht das Promising Fleet am Ende des Feldes, kann jetzt Um die Wahr den Anschluss nicht mehr halten. Beim Starfighter der führende fällt nun zurück, Frankie SP übernimmt die Führung, aber I Can Fly Diamant ist zur Stelle. Und da hinter außen noch Promising Fleet. Beginn des Einlaufes. Zweikampf um den Sieg zwischen Frankie SP und I Can Fly Diamant, aber der Deutsche ist vorbei. I Can Fly Diamant setzt sich ab und wird ganz leicht gewinnen, so wie es aussieht. In Zielnähe überlegene Führung von I Can Fly Diamant. Dahinter Frankie SP vor Promising Fleet. Rang 4 für Fluglaser vor BEMS Starfighter.